bin Mitglied geworden in der KfD und hänge mich rein ins Netz, das Frauen trägt, weil ich möchte, dass Frauen in der Kirche eine Stimme haben, dass Frauen in der Kirche stark sind. Und es gibt keinen Verband, der das tut, außer die KfD, um endlich dahin zu kommen, wo ich so gerne sein möchte, zu einer Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche. Ich hänge mich rein ins Netz, das Frauen trägt, weil die KfD den Frauen in der katholischen Kirche alle Möglichkeiten eröffnet. Und das ist sehr, sehr selten, dass alle Frauen alle Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen, sich auszuprobieren, sich einzubringen. Dafür mache ich mich stark. Ich hänge mich rein ins Netz, das Frauen trägt, weil es wirklich trägt. Ich sehe nämlich hier an der Kletterwand, dass es wie wichtig es ist, dass man gehalten wird. Und das ist die KfD. Ich hänge mich rein ins Netz, das Frauen trägt, weil ich denke, dass wir Frauen zusammenhalten müssen. Und mir ist auch wichtig, dass die KfD katholisch geprägt ist und dass wir auch ökumenisch weiterarbeiten. Ich habe einfach in der KfD so viele nette, sympathische Frauen kennengelernt. Und ich meine, da müssen wir Frauen zusammenhalten und es ist einfach auch eine tolle Atmosphäre. Häng dich rein ins Netz, das Frauen trägt. Dieser Werbeslogan der KfD möchte Frauen ermutigen, sich zu vernetzen und sich einer Gemeinschaft anzuschließen, die bereit ist, Frauen mitzutragen, mit zu unterstützen. Ein Netz ist etwas Tragendes, etwas Hilfreiches. Und mit diesem Werbeslogan möchten wir Frauen ermutigen, sich diesem Netz anzuschließen und sich reinzuhängen in dieses Netz der KfD. Ich hänge mich rein ins Netz, das Frauen trägt, weil ich selber schon so oft aufgefangen wurde im Netz der KfD und weil es für mich wirklich wichtig ist, die Frauen zu bewegen, anzuknüpfen und sich ins Netz fallen zu lassen. KfD, ein Netz, das Frauen trägt, weil den Frauen hier auf örtlicher Ebene, auf Bezirksebene und auf Diözesanebene ein Ort gegeben wird, wo sie einander begegnen können, unabhängig davon, wo sie herkommen, welchen gesellschaftlichen Stand sie haben. Jede ist hier einfach willkommen, man fühlt sich geborgen.